ein Jahr und zwei Monate selbstständig auf YouTube. Das möchte ich euch dazu sagen. Liebe Leute, mein Name, den kennt ihr schon. Ich bin Fragnard. Bei mir geht's alles rund um Döner Kebab und das schon seit mittlerweile 2,5 Jahren. 2,5 Jahre mache ich schon YouTube und ein Jahr und mittlerweile fast sogar 3 Monate mache ich das Ganze in Vollzeit. Und ich wollte euch einfach mal so ein kurzes Zwischenfazit geben, wie es mir ergangen ist, was ich so gemacht habe, was ich dazugelernt habe, ob ich gewachsen bin, ob ich die Entscheidung bereut habe und wie ich mich sonst damit fühle. Also einfach mal ein kleiner podcastmäßiger Talk, ein Jahr lang YouTube. Rund ein Jahr, in Vollzeit eben, hauptberuflich, ich mache sonst nichts anderes. Wobei das eigentlich nicht stimmt, ich mache tatsächlich noch andere Dinge, nur von denen seht ihr teilweise auch nichts oder weniger oder nur die Spitze des Eisbergs. Ja, fangen wir mal an. Es fing an vor 2,5 Jahren, da habe ich mir gedacht, ich mache mal YouTube. Viele von euch wissen nicht, wo der Schatz in der römischen Akropolis ist. Mein Gedanke war, du hast ein Mikrofon, die Leute im Teamspeak, damals habe ich noch Teamspeak benutzt, die sagen immer, du bist doch ein YouTuber, oder? Du klingst wie ein YouTuber. Nicht immer, nö, wie kommst du darauf? Ja, von der Stimme her. Dann habe ich gedacht, okay, wenn alle sagen, du bist YouTuber, dann probierst du das mal. Und ich habe halt den Content gemacht, den ich gerne auf Deutsch gesehen hätte. Und den gab es für mich nicht, also habe ich ihn erstellt. Damals sehr cringy und das hat sich alles so ein bisschen entwickelt, ist heute immer noch sehr cringy. Auf der Karte ist das hier hinten. Ihr findet eine Treppe, die in den Keller führt. So, parallel habe ich studiert, ja, dual BWL studiert. Das war auch ganz nett. Zum Ende hin war das Studium recht öde, habe aber dann tatsächlich auch meine Bachelorarbeit über Influencer-Marketing geschrieben, weil ich da auch schon so ein bisschen angefangen hatte mit YouTube. Hatte schon, glaube ich, so meine 15.000 Abonnenten begeistern können. Ja, wir sind da damals schon eine große Community gewesen, noch zu Far Cry-Zeiten. Und ja, da habe ich dann so ein bisschen angefangen, mich auch mehr für das Thema zu interessieren und auch drüber nachgedacht, hey, wie wäre das denn, wenn du so einen Bums einfach mal machst? Das wäre ein Traum. Aber damals war es auch nicht mehr als ein Traum. Da kam so die Gamescom 2018 und ich wurde eingeladen zu den ersten Pressetermin. Absolut krass. Es hat sich halt immer weiterentwickelt. Ja, und das war so das, was mich auch angetrieben hat. Ich habe dann tatsächlich noch in Vollzeit gearbeitet, unter anderem im Projektmanagement. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ist das das, was du machen möchtest? Möchtest du am Ende deines Lebens auf dein Leben zurückgucken und sagen, du hast das gemacht? Oder möchtest du vielleicht mal was ganz Abgefahrenes machen, was Riskantes, was sich nicht jeder traut? Und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, am 01.04.2020 sollte es dann soweit sein. Ich habe mich mit YouTube unter anderem selbstständig gemacht. Wie habe ich das dem Finanzamt gesagt? Ich mache Webvideos und Dienstleistungen im Bereich von Tontechnik oder irgendwie sowas. Hauptsache, das klingt nicht wie Spacko, der sein Leben nicht auf die Kette kriegt. So, das war mein Ziel. Ja, das war eine gute Zeit. Der erste Monat Hauptzeit YouTube war absolute Katastrophe. Aber Leute, so schnell lasse ich mich nicht verunsichern. Ich habe nur gearbeitet, von morgens bis abends, weil ihr könnt euch das nicht vorstellen. Vorher hattest du diesen geregelten Büroalltag, wo ich abends dann Videos gemacht habe und gestreamt habe und massiv überarbeitet war. Und auf einmal musste ich den ganzen Workload in, weiß ich nicht, ich hatte die doppelte Zeit theoretisch dafür. Und einfach hab die ganze Zeit nur durch Videos gemacht, da kommen teilweise 3 am Tag raus. Und erstens, die Videos wurden nicht besser. Und zweitens ging es mir absolut scheiße in diesem Monat. Ich hatte keinen richtigen Rhythmus. Es fühlte sich falsch an, sage ich euch ganz ehrlich. Weil diese Verpflichtung einem Arbeitgeber gegenüber ist eine ganz andere als nur sich selbst gegenüber. Es fühlte sich an wie Schwänzen. Ich will es wenigstens mal ausprobiert haben, bevor ich gesagt habe, okay, ist Kacke. So hat es sich angefühlt im ersten Monat. Dann habe ich mir gesagt, okay, du musst was ändern und zwar sofort. Und habe mich angemeldet zum Sport. Habe so ein bisschen mir einen eigenen Tagesrhythmus geformt. Und andere Prioritäten gesetzt, meine Gesundheit ein bisschen auch mehr in den Vordergrund gesetzt und das lief dann eigentlich ganz gut, mir ging es immer besser und ich habe so meinen Rhythmus gefunden. Tatsächlich habe ich dann aber gemerkt, ja, finanziell musst du natürlich mal gucken und habe dann auch Werbepartner für mich begeistern können. Viele von euch wissen vielleicht, ich bin Ineba.com Partner mittlerweile seit fast einem Jahr und das ist ein ganz großer Bestandteil meiner Selbstständigkeit, natürlich die Werbepartner. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ihr seht das immer wieder, habe ich wiederkehrende Partner, mit denen ich ja was mache und das ist ein ganz großer, essentieller Bestandteil dessen. Ich habe aber auch mehr angefangen zu streamen und muss sagen, dass mir das unglaublich viel Spaß macht. Oh nein, die Wegelagerer und ein Huhn! Weg, du Gockel! Ich glaube, momentan, Stand jetzt, ist Streaming meine absolute
Lieblingsbeschäftigung. Ich finde das einfach nur Hammer, ein Game zu streamen und mit euch zu interagieren. Das macht absolut Spaß. Ihr seid die beste Community, das wisst ihr ja selber. Ihr kennt euch ja, brauche ich euch nicht zu erzählen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das einfach machen kann. So absoluter Liebling momentan auf jeden Fall Streaming. Videos, da habe ich momentan auch wirklich viel Hilfe. Also das hat sich ja alles so entwickelt. Am Anfang habe ich wirklich alles komplett alleine gemacht. Mittlerweile unterstützt mich zum Beispiel der Patrick viel beim Videoschnitt. Findet ihr auf YouTube unter Robocoon TV. Solltet ihr unbedingt mal reinschauen, vor allem wenn ihr Serien- und Film-Nerds seid. Dann kann ich euch das nur ans Herz legen. Und ich persönlich bin auch ein großer Serien- und Film-Nerd, wobei Film eigentlich nicht. Andererseits gucke ich einfach nur, was auf der Netflix-Startseite ist. Naja, ob das jetzt ein Nerd ist, das wisst ihr selbst. Darauf erstmal einen kleinen Schluck heißen Kaffee. Ja, und dann kam der September. September 2019, ne? Da kam Borderlands 3 raus und ich war im Urlaub. Ich hatte meinen Schwedenurlaub eigentlich vermeintlich so gebucht, dass ich kein Spiele-Release während des Urlaubs habe. Es kam aber so, dass tatsächlich Borderlands 3 im Urlaub released wurde und ich hatte leider nicht das Glück, das Spiel vorab zu bekommen. Ist auch gar nicht mein Anspruch, aber das hat mich halt in eine gewisse, ich sag mal, Notsituation gedrängt. Und ich war damals noch der Meinung, ich müsste jetzt auf Krampf dieses Spiel bringen. Kein Plan, Digi. Weil es ein neues Spiel ist und hab probiert aus dem Urlaub mit schlechtem Internet, das war ein Airbnb in Schweden auf dem Land, hab da irgendwie über mein Handy probiert mit meinem Shadow das da irgendwie zu zocken. An allererster Stelle entschuldige ich mich wie immer für die Qualität. Momentan bin ich noch im Urlaub in Schweden. Hat gar nicht geklappt. Video war absolute Grottenqualität, weil das Mikro irgendwie rumgespackt hat. Und ich dachte nur, oh, du musst jetzt das machen. Und das war wirklich der schlechteste Urlaub, den ich in meinem Leben jeweils hatte, weil ich die ganze Zeit nur dachte, du musst jetzt machen, du musst machen, du musst machen. Weil selbstständig nun, du bist selber dafür verantwortlich und musst ständig etwas machen. Und wenn du nichts machst, kommt auch kein Geld rein und dann kannst du es nicht mehr machen. Also ich muss sagen, ich hoffe, dass der Aufwand sich dann am Ende des Tages lohnt. Weil du kein Geld mehr hast. Oder dann musst du eben noch mehr machen. Das ist die Alternative, wobei, wenn du noch mehr machst, bringt dir das nicht in der Regel immer mehr Geld, sondern irgendwann ist es quasi ausgereizt. Ja? Das ist halt auch immer natürlich so ein Nachteil, wenn du selbstständig bist damit. Du bist darauf angewiesen, dass du finanziell über die Runden kommst. Und deswegen, ich habe es ja eben schon erläutert, habe ich Werbepartner, die immer wiederkehrend mit dabei sind. Das sichert so meine Miete. Ja, der Rest ist dann quasi Selbstverwirklichung. Und jede Menge Spaß, den ich dabei habe. Und ich hoffe, dass man mir das meistens anmerkt, außer in so Crunch-Times. Wie gesagt, dieser Urlaub, der war absolut grausam. Ich musste viel lernen. Danach hatte ich ja nochmal einen Urlaub in Ägypten. Schnäppchenurlaub, kann ich nur empfehlen. Da konnte ich dann abschalten. Ich habe vielleicht mal ein paar Insta-Stories gemacht, habe Videos vorproduziert, habe mir selber erlaubt zu sagen, ist egal, wenn diese Videos wenig relevant sind. Du bist jetzt im Urlaub. Und das war eine ganz krasse Erkenntnis, bin ich mir selbst dankbar dafür. Und ein essentieller Baustein dafür war tatsächlich mein Unfall mit der Schulteroperation, weil auch dort habe ich mir gesagt, okay, du bist jetzt krank, es geht nicht. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis und ich denke, alle Selbstständigen da draußen, die können sich damit identifizieren, wenn ihr sagt, meine Güte, fällt einem das schwer, sich selbst freizugeben. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel getan wie jetzt, aber ich bin auch in meinem Leben noch nie so froh über das gewesen, was ich tun darf. Denn teilweise fühlt es sich einfach nicht wie Arbeiten an. Auch ich meine, ich erzähle euch jetzt einfach, was ich gemacht habe. Theoretisch ist es meine Arbeit. Ja moin, ist ganz normal. Es fühlt sich aber nicht wie meine Arbeit an, es fühlt sich einfach an wie meine Freizeitgestaltung. Absolut genial. Der Urlaub war nicht so geil, habe ich euch gesagt. Was kam dann? Dann kam November, Dezember, die Spiele, die kamen nicht so cool raus. Das war aber zum Glück egal. Und zwar unter anderem, wie gesagt, durch die Partnerschaften, die ich eingehen konnte. Und dann kamen aber auch noch ein paar geile Games. So Jedi Fallen Order, das war echt nice. Und es wurde auch ganz gut bei mir angeschaut. Das hat auf jeden Fall richtig gebockt. So, dann kam natürlich der Jahreswechsel mit meinem Unfall. Große Katastrophe. Für den Kanal war es relativ unerheblich, weil ich trotzdem arbeiten konnte. Ich hatte ja die Schulter kaputt und konnte trotzdem noch hier irgendwie meine Hand so ein bisschen auflegen. Ich musste immer eigentlich so nachts und so weiter, muss ich die in so einer komischen Schlinge haben. Und linker Arm ist ganz normal, wobei der jetzt ein bisschen verkrampft ist. Und die rechte Schulter muss komplett entlastet werden, weil wahrscheinlich meine Gelenklippe gerissen ist. Hat irgendwie hingehauen. War jetzt nicht das große Thema. So, und währenddessen war eigentlich nichts Besonderes. Ah doch, The Witcher. Absolut Hammer, dass letztes Jahr The Witcher so eingeschlagen ist. Ich habe ja dann angefangen, Witcher-Videos zu machen, hatte auch schon Witcher-Videos. Und ihr wisst ja, The Witcher 3, absolutes Lieblingsspiel von mir. Und ich fand es noch nie so genial und so belohnt, Witcher-Fan zu sein, weil ich halt einfach mein absolutes Lieblingsspiel sinnvoll auf dem Kanal einbringen konnte. Die Abrufzahlen waren phänomenal gut auf meine Videos dazu. Und das war einfach Hammer, absolut Hammerzeit.
Hat mir richtig gebockt. Eigentlich war auch da der Plan. Da wollte ich mir eigentlich frei nehmen. Aber dann kam The Witcher und ich wollte nur noch Witcher zocken, Videos machen. Und es war einfach Hammer. Absolute geile Zeit. War um Weihnachten tatsächlich. 2019 so. Genau. Und 2020 fing dann auch erstmal an mit The Witcher. Dann wurde ich operiert. Dann habe ich mir so ein bisschen frei gegönnt. Habe so ein bisschen den Kanal dümpeln lassen. Das merkt man dann natürlich immer wieder. Und ja, jetzt ging es dann langsam so weiter, dass ich mich erholt hatte von der OP, dass ich auch einen relativ guten Rhythmus habe. Und was ist sonst so passiert? Assassin's Creed ist dann wieder passiert, ich hatte wieder mega Bock auf AC. Ihr merkt das ja immer, ich bringe meistens immer ein Spiel extrem. Aber das sind halt meine persönlichen Interessen. Vielleicht muss ich das ein bisschen mehr balancen, dass ich von allem immer etwas bringe. Aber wenn ich ein Spiel spiele, dann so meiner Meinung nach richtig. Und dann will ich auch nur das spielen, weil es dann ultra Bock macht. Dann kam natürlich was ganz Besonderes. Und zwar Assassin's Creed Valhalla Ankündigung. Ich wusste schon kurz vorher, das war eine der krassesten Sachen für mich ever, das vorher zu wissen. Na, viele von euch haben dann den Ankündigungsstream bei mir geschaut. Das war das erste Mal, dass ich gepusht wurde. Und zwar von Ubisoft, von niemand anderem als Ubisoft Deutschland wurde ich gepusht. Das ist so der erste Kanal-Push, den ich in meinem Leben jemals erhalten habe. Und das natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Es sind echt viele Leute dazugekommen. Richtig Hammer. Und das Thema ist natürlich auch mit mein Lieblingsthema. Wikinger, absolut geil. Assassin's Creed, absolut geil. Habe ich einfach Bock drauf. Und ich bin ja auch so ein Mensch. Es gibt nur ein kleines neues Detail und ich freue mich total darüber. Es reicht manchmal eine Kleinigkeit, wenn ich mich für etwas begeistern kann. Ich bin auch so ein Mensch eigentlich. Ich denke immer von mir, ich wäre nicht so begeisterungsfähig, aber wenn ich dann irgendwie mein Spezialthema habe, wo ich richtig für brenne, dann auf einmal so, wow, absoluter Hammer. Momentan kann ich mich auch sehr für Kamera und so weiter begeistern. Ihr habt vielleicht schon so eine kleine optische Verbesserung meiner Videos beobachten können. Ich fange an, mich damit zu beschäftigen. Und ich bin so ein Mensch, ich steigere mich da massiv rein. Früher habe ich ja auch Tontechnik jeden Tag 4 Stunden lang geübt. Jetzt momentan ist Kamera auch so mit eins meiner liebsten Themen. Da beschäftige ich mich zum Beispiel neben YouTube auch noch mit. Jetzt, ihr wisst eigentlich, was momentan so geht. Wir machen den Assassin's Creed Marathon. Das ist das in Anführungsstrichen neue Format, was ich eingeführt habe. Das kommt super gut an. Das macht mir super viel Spaß und ist für mich auch super lehrreich, mal die alten Teile kennenzulernen, ja, und vor allem auch lieben zu lernen. Ich verstehe jetzt auch teilweise, warum ihr die alten Games so feiert. Unter anderem Black Flag. Absolut geiler Teil, muss ich jetzt mittlerweile sagen. Es gibt kein cooleres Gefühl, als nach ein paar Plünderungen sein Schiff zu upgraden. Mega belohnt. Auch der Teil ist natürlich heiß diskutiert. Irgendwie gefallen mir immer die heiß diskutierten Teile mit am besten. Keine Ahnung warum. Anscheinend bin ich einfach komisch. Aber geil eigentlich. Ja, aber was geht denn abseits von YouTube so? Was kriegt ihr denn nicht mit? Unter anderem durfte ich zum Beispiel als Dozent mal jetzt neulich tätig sein und anderen Dozenten erklären, wie sie denn Webinare gestalten. Ja, das fängt an bei so Sachen wie Mikro, Kamera, Licht und so weiter. Und hab die dann ein bisschen informiert. Hab tatsächlich Lehrvideos erstellt. Ne? So nach dem Motto, klicken Sie jetzt auf Weiter. Einmal bitte speichern. Anziehend aussehen. Das sind also Sachen, die ich einfach nebenbei jetzt noch machen kann. Ich habe kein gutes Zeitmanagement, aber irgendwie kriege ich es dann doch hin. Dann habe ich jetzt tatsächlich noch Teil an einem Dokumentarfilm, der in einem großen öffentlich-rechtlichen Sender kommen wird. Und ich darf da Aufnahmen für anfertigen. Vielleicht schaffe ich es ja auch in die Credits. Das ist noch ein cooles Projekt, von dem ich euch gerne mehr erzählen möchte. Darf ich aber nicht. Ich werde aber nicht zu sehen sein, aber ich habe daran teil. Ich darf da mitarbeiten. Mega coole Sache auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ist schon ganz geil. Und da gibt es halt noch immer mal so kleine Sachen, die ich mache. Ihr habt vielleicht auch jetzt schon legendäre AFK Arena Werbung von mir sehen dürfen. Ne? Da bin ich natürlich dann als Schauspieler tätig für AFK Arena, wobei ich auch sagen muss, mir persönlich gefällt das echt sehr gut. Ich bin ja so ein Mensch, das wisst ihr mittlerweile auch schon, mir reichen einfach so stupides Grinding. Absolut geil. Ja. Diablo 3, Clicker Heroes, solche Games. Macht immer Spaß. Vielen von euch nicht, aber ich persönlich feiere das immer noch mega. Mach mir dazu eine Dokumentation an oder irgendwie sowas und dann einfach Urlaub fürs Gehirn. Wobei eine Doku da eher nicht so das Ding ist. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr so davon denkt? Ja, das läuft so bei mir. Das mache ich momentan. Das sind die Dinge, die ich tue. Wie gesagt, ich streame momentan so gerne. Am liebsten würde ich meine Streamzeiten irgendwie erhöhen. Da muss ich aber mal schauen, ja, dass das auch irgendwie sozialverträglich ist. Und damit meine ich halt für mein Sozialleben, denn wenn du halt immer 18 bis 22 Uhr streamst, da haben die Leute halt Zeit, das ist sinnvoll, aber da haben meine Freunde halt auch Zeit und sonst nicht. Da muss ich mal gucken, also ich hätte richtig Bock mehr zu streamen, vielleicht kriege ich das irgendwie hin,
vielleicht auch nicht. Mal schauen, was so abgeht. Aber zu Spiele-Releases, da bin ich ja eh immer am Start und probiere dann das Wochenende durchzustreamen. Und haben wir ja letztens mit The Last of Us Part 2 zum Beispiel gemacht. Auf Twitch, schaut da gerne nochmal auf Twitch vorbei. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag 18 bis 22 Uhr Assassin's Creed Marathon. Außer es kommt mal ein neues Game, dann natürlich das neue Game. Ansonsten, was sind meine Pläne? Ich würde gerne Podcasts machen. Na, da hätte ich irgendwie Bock drauf. Einfach mit Leuten so ein bisschen mich unterhalten. Ich habe auch ein paar Formatideen. Eine Formatidee ist also ein Assassin's Creed Talk. Es gibt unglaublich viele extreme Experten, was Assassin's Creed angeht, die seit dem ersten Spiel tief in der Community drin sind. Und ich bin ja eigentlich ein Neuling. Ich liebe es, Content darüber zu machen. Ich liebe die Spiele, aber ich würde mich nicht als Experten bezeichnen. Deswegen muss ich auch immer schmunzeln, wenn Leute sagen, ah, du möchtest gerne Experte so. Habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, ich liebe AC. Und nicht, dass ich das besonders gut kann oder weiß. Das wäre eine Idee, ja, so einen Podcast zu machen. Dann hätte ich noch Idee, mit einem anderen YouTuber oder mit anderen YouTubern eine Podcast-Reihe zu machen. Na, das, was ich gerade erzähle eigentlich so. Wie ist es, YouTuber zu sein? Was macht man den ganzen Tag? Was macht man noch? Mein Alltag sieht ja eigentlich gar nicht so aus wie das hier jetzt. Kann man davon überhaupt leben? Ich habe eben gesagt, Werbepartner, absoluter Bestandteil davon. Ansonsten könnte ich meine Miete nicht bezahlen. Deswegen... Das sind so die Bestandteile, ne? Und man muss dann immer gucken, wie man die Konstante in sein Leben kriegt. Denn die Themen, die man hat, die sind mal heiß und mal nicht so heiß, ne? Hypes kommen und gehen. Ja, ich erinnere mich noch an irgendeinen Kommentar, den irgendjemand geschrieben hatte damals 2018. Meine Far Cry 5 Videos, die wurden extrem gut abgerufen. Da hatten irgendwie nach einem Tag teilweise 30.000 Aufrufe, weil ich irgendwie der Einzige war, der das Spiel rauf und runter gespielt hat, der jeden Tag dazu Videos gemacht hat, dann wurde das Spiel natürlich irgendwann out. Und irgendjemand schrieb einen richtig fies kommentierten Kommentar, ja, so nach dem Motto, hey du Ha-Sohn, deine Aufrufe gehen runter, und ich dachte mir so, hä, so what? Was ist das für eine Diskussion hier? Worum geht's hier eigentlich? Ich sag mir selber, solange ich davon leben kann und mir die Zeit dafür nehmen kann, das zu machen, dann mache ich das doch gerne. Da kommt es nicht darauf an, wie viele jetzt am Ende des Tages das Video ansehen und wie viele nicht. Klar, ich muss die Rechnung bezahlen können, aber wenn das erfüllt ist, ist doch alles cool. Ist schon ganz geil so. Von daher, ich sehe das immer ganz gechillt. Es gibt Leute, die da ganz anders drauf sind und jeder YouTuber ist da, glaube ich, anders. Und jeder macht auch noch andere Sachen nebenbei. Deswegen wäre das vielleicht auch ein ganz spannendes Podcast-Format. So könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, und ansonsten habe ich gerade keine Idee. Was noch geil wäre, wäre natürlich irgendwie so langfristig gesehen, vielleicht irgendwie ein schriftliches Format zu haben oder vielleicht auch so Community-Projektmäßig, so ein Assassin's Creed Forum könnte ich mir auch gut vorstellen, wo wir immer die aktuellsten Sachen gemeinsam diskutieren, das fände ich auch ganz cool. Aber eins nach dem anderen, man sagt ja immer schaffe Häusle baue und ich bin natürlich ein Mensch, ich mache immer alles gleichzeitig und das ist manchmal ein bisschen viel. Ja, ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen einen Einblick da rein gekriegt habt, was ich so den ganzen Tag mache. Denn man sieht ja nur einmal am Tag einen Upload und dann sieht man dreimal einen Stream, vielleicht noch auf dem Zweitkanal oder mal eine Insta-Story, wo ich irgendwelches Essen fotografiere oder irgendwie blöd irgendwas reindaddel. Mehr seht ihr ja da wirklich gar nicht von mir. Von daher konnte ich euch vielleicht einen kleinen Eindruck davon vermitteln. Ein Jahr YouTube, was würde ich als Fazit sagen? Absolut beste Entscheidung meines Lebens. Hast du gut gemacht, damaliger Stefan. Kann ich mich nur selbst verloben. Mir ging es noch nie so gut. Ich war noch nie so gechillt. Auch wenn ich die ganze Zeit gucke, so hast du eine neue Mail, hast du einen neuen Kommentar. Das macht man. Wow, jetzt müssen wir hier aufpassen. Ja, ich lese übrigens mehr Kommentare, als ihr denkt. Das ist, glaube ich, so eine normale YouTuber-Krankheit, dass man das nicht los wird. Teilweise erwische ich mich dabei, das zu übertreiben. Ja, und dann habe ich sogar schon meine Freundin gebeten, bitte nimm du jetzt das Handy. Ich will nicht noch fünfmal in die Kommentare gucken, sondern jetzt vielleicht hier einfach mal den Abend genießen. Aber das kriege ich vielleicht eines Tages auch noch in den Griff. Und wenn nicht, dann nehme ich das hin. Das ist ein kleines Manko. Und wenn ich überlege, was andere Leute für Arbeitgeber haben, was auch jetzt gerade Frauen viel auf der Arbeit passiert, was jetzt im Gespräch ist, da kann ich einfach nur sagen, absolut beste Entscheidung. Mir passiert sowas nicht, weil ich nur für mich selbst arbeite. Das hat Vorteile, es hat Nachteile. Momentan genieße ich die Zeit einfach nur. Und ja, kann es euch auch nur empfehlen, falls ihr irgendeine Chance habt, euch mit irgendwas selbstständig zu machen, was ihr liebt. Absolut Hammer. Probiert das. Probiert es zumindest. Und wenn ihr sagt, ich mache in meinem Hauptberuf jetzt Teilzeit und hustle nebenbei in der Selbstständigkeit. Und ich meine wirklich hustlen. Ich hatte auch meine 80, 90 Stunden Wochen. Das sieht man nicht, aber das war da. Und am Ende des Tages ist Abend. Und wenn man dann gut schlafen kann, sagt, man hat eine Menge Spaß. Man wirft Assassin's Creed an und darf
das Arbeit nennen. Dann kann ich einfach nur sagen, danke euch, dass ihr das möglich macht. Vor 20 Jahren hätten meine Eltern mir gesagt, Stefan, du bist komplett geisteskrank, raus aus meinem Haus und such dir einen Job. Und heute klappt das einfach. Absolut krasse Zeiten, in denen wir leben. Kann ich nur sagen, absolut krass. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Wie fragil das ist, das sieht man immer wieder. Aber man muss die Chance beim Shop verpacken, wie Münchhausen, glaube ich. So, jetzt habe ich langsam ein Setup, mit dem ich mich halbwegs wohlfühle. In diesem Sinne, Leute, war es das eigentlich? Vielleicht habt ihr noch Fragen oder so. Ich dachte mir einfach mal ein bisschen Gelaber. Und wir sehen uns später, wenn ihr Bock habt. Ja, ein Jahr auf YouTube oder ein Jahr und 3 Monate. War echt eine gute Zeit. Auch, was ich auch gar nicht gesagt habe. Allein die Kontakte, die man entwickelt hat. Man lernt ja Leute kennen in dem Bereich. Ich habe einen mittlerweile intensiven Kontakt zu Ubisoft. Absolut krass. Mein allererstes Spiel, mein erstes richtiges Game war Die Siedler, heute von Ubisoft gepublished. Das muss man sich mal vorstellen. Und so schließt sich der Kreis. Und heute bin ich mit denen regelmäßig im Kontakt. Absolut surreal. Danke euch nochmal, dass ihr mir das ermöglicht, dass ihr hier einschaltet und anscheinend auch Bock habt, hier mir manchmal bei meinem Stoßgelaber zuzuhören und in Stream zu schauen. Und dafür einfach herzlichen Dank und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video, wenn es heißt Zwiebeldöner. Ich brauche mal wieder einen Döner, ich hatte schon ewig keinen. Allerdings hatte ich heute Shawarma. Ja, ich war mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen heute im Essen, hab die mal wieder getroffen. Und das war sehr schön, die mal wieder zu sehen. Und denen geht's auch cool, geht's gut. Das ist eine sehr tolle Entwicklung. Natürlich vor allem, weil ich weg bin, klar. Na, ich terrorisiere die jetzt nicht mehr. Da könnt ihr natürlich, kann man nur sagen, gut für euch. Bis später, euer Fleuch. Und natürlich hier den Kaffee nochmal abonnieren. Und wir sehen uns demnächst. So, jetzt habe ich das dreimal abmoderiert. Jetzt mache ich es noch ein viertes Mal. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.